Martina Gebhardt und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal Positive Alltagskompetenz. Jetzt könnte ich mal gucken, dass ich warte, abwarte. Wie wäre das für dich? Weil du wartest jetzt. Oh, was hat sie für ein Thema? Genau, das ist nämlich mein Thema. Wartesituation. Ich bin in einer Situation, wir haben schon oft drüber gesprochen, wichtig ist für mich zu wissen, was, wann, wie, wo. Ich habe das gut geplant und bin in der Situation und plötzlich entsteht eine Wartesituation. Wie überbrücke ich die? Wenn mein Gegenüber nicht klar sagt, wie lange warte ich jetzt, was wird dann passieren, wie geht es weiter? Das stresst mich. Ich nenne ein Beispiel, ich habe das gerade heute in der Schule erlebt. Es war im Englischunterricht, es wurde erst eine Arbeit besprochen, war alles gut. Und dann war plötzlich nicht mehr klar, was passiert jetzt den Rest der Stunde. Das autistische Kind war, ich kann jetzt nicht auf Toilette gehen, weil gleich sagt Lehrerin XY, wie es dann weitergeht. Und kam total unter Stress, weil nämlich diese Information nicht kam. Der Lehrerin XY war das gar nicht klar. Die anderen Schüler, die freuten sich, die haben sich nämlich mit diversen anderen Sachen beschäftigt. Für das autistische Kind war aber, es ist doch jetzt Englischunterricht, wie geht es denn jetzt weiter? Und kam total unter Stress. Diese Situation haben auch Erwachsene. Ich bin zum Beispiel, dass ich sage, ich bin jetzt beim Arzt, ich habe mein Anliegen vorgebracht und jetzt wird gesagt, okay, dann müssen wir noch bestimmte Untersuchungen machen. Nehmen Sie noch mal bitte Platz. Wie lang? Was wird dann untersucht? Was passiert? Oder ich bin in einer Behörde, ich habe meine Nummer gezogen, ich komme auch dran, ich kann mein Anliegen gut vorbringen und dann heißt es, da müssen Sie noch mal einen Moment warten, ich muss noch schnell noch einen Vorgang erledigen. Wie lange warten? Welchen Vorgang? Muss ich was tun? Also es gibt im Leben immer wieder solche Situationen, wo ich so eine Wartesequenz überbrücken muss, obwohl davor klar war, warum bin ich hier, was ist der Auftrag, was mache ich, gibt es plötzlich diesen unklaren Faktor, der mich total aus der Reihe bringt und mich stresst. Und da finde ich es gut, wenn man Alternativen hat. Bei dem Kind heute Morgen, was wir hatten, konnte ich sagen, mal. Er hat dann gemalt und dann war die Welt in Ordnung. Konnte gut abwarten, wusste ja, okay, das ist jetzt mein Auftrag, ich mal, ist gut. Und so kann ich mir auch als Erwachsener überlegen, mir was mitnehmen als Plan B, was mache ich, wenn so eine Situation auftritt. Ich kann mir ein kleines Rätsel mitnehmen, ich kann mir ein kleines Spinning mitnehmen, wo ich mich mit ablenke oder ich nehme mir ein kleines Handyspiel mit oder was zu lesen. Alles, was mir gut tut, sodass ich weiß, okay, wenn ich jetzt so eine Situation habe, das ist der Punkt, in dem ich das rausholen darf, was eine kurze Beschäftigung ist, die ich jederzeit unterbrechen kann und ich kann diese unklare Situation überbrücken. Im Außen ist das, ob das die Lehrerin ist, der Arzt ist oder bei der Behörde ist, die machen sich nicht klar, was das heißt. Weil die meisten Menschen finden das dann auch, also die Schüler fanden es heute witzig, also weil sie hatten dann Freizeit. Aber wenn ich in so einer Warte beim Arzt oder bei einer Behörde, findet jeder Erwachsene das nervig. Aber die meisten können damit gut umgehen, indem sie entweder sagen, okay, dann warte ich jetzt. Entweder hole ich was raus zu lesen oder ich strick oder häkel oder ich mache was mit dem Handy, was ich schnell unterbrechen kann. Autistische Menschen haben sich ja vorbereitet auf speziell diese Situation und haben noch nicht den Plan B. Deswegen immer einen Plan B dabei haben, wenn so eine Situation steht. Und es wird alles entspannter und ich bin nicht gestresst. Deswegen überlegt euch gut, was hilft euch, was ist eine kurze Beschäftigung, die euch gut tut, die ihr jederzeit unterbrechen könnt, die ihr mitnehmen könnt. Und schon werden solche Situationen für euch viel leichter. Ich wünsche euch einen schönen Tag.